So, Hallöchen, zurück zu dem schwarzen Auge. Und wir sind hier immer noch in der Mühle bei unserem Rätsel. Wir wurden gefesselt von den Boten des Seers und versuchen jetzt mit Nuri hier rauszukommen. Und manchmal muss ich sagen, ja. Möchte ich mir selber an den Kopf fassen oder meinen Kopf gegen irgendwas Hartes schlagen? Weil ich probiere einfach nicht alles aus. Das ist mein Problem. Ich verliere da immer ein bisschen die Geduld und drücke dann alles an, aber nicht das, was wirklich was bringt. Ah, ich lerne ja aus meinen Fehlern. Und ich habe noch eine Sache gefunden, die ich machen kann. Alles andere geht nicht. Und wenn das jetzt auch nicht geht, dann ja, ist blöd. Kannst du sie wieder ganz machen? Nuri! Ah. Na, guck mal einer an. Ah, dass ich das vorher nicht gesehen habe. Naja, gut. Ich hoffe, er kommt jetzt daran. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt muss ich nur noch die Hände frei bekommen. Ja, mit den Füßen wollte er ja das Regalbein da. Aha. Und jetzt sollte aber die hier reinfallen. Wie soll ich da rankommen? Vielleicht muss ich sie jetzt ja doch kaputt schlagen, damit die Scherben da reinfallen. Ah, der Sand. Sehr gut. Seht ihr, manchmal, wenn ich ganz, ganz doll überlege, kommt auch was Gutes dabei raus. Ich hab sie. Giron, mir ist schwindelig. Nur noch ganz kurz, Nuri. Ach so, ich muss dich selber einsetzen. Entschuldigung. Ich bin frei. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie mit dieser Kreatur fertig werden. Können wir die Bodenluke jetzt nicht mehr benutzen? Ach doch. Der Griff ist abgebrochen. Na klar, ist der Griff abgebrochen. Da haben wir unsere Ausrüstung wieder. Und da werden wir bestimmt was finden, was uns weiterhelfen könnte. Ja, das ist jetzt ein bisschen nervig hier. Ich schneide nicht wild herum. Ja, muss auch nicht. Mit dem Messer sollte es aber schon irgendwie gehen, oder? Da helfen keine Schnitte. Nicht so aufspreizen, dachte ich jetzt. Oh. Für was haben wir denn jetzt Das ist Scherben? kein Seil, kein Leder und kein Butterbrot. Ja, was willst du mit der Scherbe und dem Butterbrot? Die Decke wäre groß genug, um das Kellerloch zu verdecken. Dazu muss ich aber erst die Luke öffnen. Oh. Das war schon mal gar nicht schlecht. Jetzt wissen wir fürs Ich nächste muss Mal. dringend mal wieder schlafen. Also, das war jetzt nicht ein schlechter Versuch. Finde ich. Schimmel. Ach, wir packen einfach mal den Schimmel ein. Okay. Was haben wir denn? Die Walze packen wir auch ein. Die auch. Okay.
Und wenn wir jetzt die wieder ganz machen. Entschuldigung, das ist das Falsche. Dann können wir ja vielleicht mit der irgendwie. So kann es gehen. Ach, sehr gut. Hier wird alles dunkel. Nur noch ganz kurz, Nori. Achtung, schlechtes Wortspiel. Das leuchtet ja wie am Seich. Es ist da unten. Hey. Es ist dunkel. Willst du einmal für mich nachschauen? Nicht jetzt. Nicht? Wie komme ich darauf? Ich dachte, ach so, du musst da gar nicht runter. Auf der anderen Seite hängt sie noch durch. So hält die Decke noch nicht. Wie könnte denn die Decke hängen? Kann ich das... So hält die Decke noch nicht. Auf der anderen Seite hängt sie noch durch. Nicht das lasse ich lieber. Okay. Und was machen wir mit dem eigentlich hier? Ich bin etwas ideenlos. Wie komme ich darauf? Was? Ach so, ich habe den noch angewählt. Entschuldigung. Keine schlechte Idee, sie festzunageln. Aber die Scherbe wird nicht halten. Zu nageln. Dem Messer? So. Jetzt soll das Biest nur kommen. Und wenn es im Dunkeln sehen kann? Ich sollte die Falle tarnen. Mit was? Mit einem Schemel. Das lasse ich lieber. Okay. Kann man den vielleicht zerdeppern? Wie komme ich darauf? Ich dachte, dann könntest du die Holzscheite darauf legen, aber das ist wohl nix. Jetzt sollte die Decke halten. Ich muss die Falle noch irgendwie tarnen. Haben wir hier was Neues? Ah. Damit sollte es ja eigentlich funktionieren, würde ich mal sagen. Stroh auswählen. Gut. Wunderbar. Das muss klappen. Nori, du kannst jetzt... Nori? Oh. Verdammt. So, jetzt raus hier. Gucken, was mit Nori passiert ist. Nori? Wach auf, wir müssen weg. Was? Wo bin ich? Keron? Kletter zu mir herunter. Ich bin so müde. Lass mich noch etwas ausruhen. Das geht nicht. Wir müssen hier weg. Ich habe den Feenforscher gesprochen. Ich weiß, wie alles wieder gut wird. Wirklich? Wir bringen dich zurück in deine Welt. Nein, niemals. Ich bleibe hier. Es ist der einzige Weg. Dort bist du sicher vor dem Seher. Und du kannst wieder richtig zaubern. Und Andergast wäre auch gerettet. Hör auf, hör auf, hör auf! Nori. Geh weg! Wenn wir noch lange hier bleiben, kommt die Kreatur zurück. Oder der Rabe. Ich habe keine Wahl.
Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Feenforscher erzählte von einem Feentor im Norden, am Ende der Welt. Es führt in ein wunderschönes Reich, weit weg vom Seher. Dort wärst du sicher. Wie heißt das Reich? Fanglari. Es heißt Fanglari. Und er hat mir auch gesagt, wo wir das Tor dorthin finden können. Fanglari. Ja, aber um dorthin zu gelangen, musst du sofort runterkommen. Ich kann nicht. Es ist nur ein Hopser. Schau, ich fang dich auf. Bau mir eine Treppe. Eine Treppe? Wie soll ich dir denn eine Treppe bauen? Also gut, ich lasse mir etwas einfallen. Wir können hier nicht bleiben. Geron, ich will nicht mehr. Das hat nichts mit Wollen zu tun. Wir müssen hier weg, sonst geschieht etwas Schreckliches. Ich kann nicht. Geh ohne mich. Okay. Bin gleich zurück. Ja, eine Treppe. Warte, ich streue dir noch Rosenblätter auf den Steg. Musst du nicht unbedingt. Wenigstens die Balken sind noch stabil. Die sind hier aber gebrochen. Wenn ich darauf klettere, stürzt das ganze Dach ein. Was vielleicht gar nicht das Schlechteste wäre. Aber du wirst es nicht tun. Boronsrad. Ein Boronsrad. Hoffentlich kein böses Omen. Aber einstecken. Hier ruht. Der Name ist längst verwittert. Wer auch immer du warst. Boron sei dir gnädig. Was haben wir denn hier sonst noch? Ich kann wieder reingehen. Ich lasse sie besser zu. Wer weiß, ob die Kreatur wirklich ohnmächtig ist. Ja, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir können hier auch nichts mehr machen, okay. Aber der Stuhl reicht doch nicht, oder? Schau, die Treppe. Komm jetzt. Ich weiß nicht. Ich möchte einfach nur schlafen. Nuri! Erzähl mir mehr von Fanglari. Ist es schön dort? Ja, machen wir das doch, anstatt zu gehen. Fanglari ist ein Reich voller Magie. Der Himmel dort ist grün, wie die Weiden im Sommer. Und die Sterne funkeln sogar bei Tag. Ich habe noch nie einen grünen Himmel gesehen. Und wenn du nicht schnell herunterkommst, wirst du ihn auch nie sehen. Was gibt es dort noch? In Fanglari ist jeder frei wie ein Vogel. Jeder kann dort fliegen. Selbst ein Mensch wie ich. Wir könnten zusammen durch den Himmel fliegen. Es gibt sogar Regenbogenbiber, aber nur im Sommer. Danach fliegen sie in den Süden, in ein anderes Reich. Wenn du sie dieses Jahr noch sehen willst, müssen wir uns beeilen. Das klingt seltsam. Was gibt es dort noch? Alles. Das Unglaublichste ist, jede Fee kann in Fanglari zaubern, ganz ohne Schmerzen. Wird sie nicht schwach? Es ist doch ein fremdes Reich. Alles in Fanglari ist voll mit Feenzauber. Darum verlierst du keine Kraft, sondern benutzt die aus dem Wind oder aus dem Meer. Du bist eins mit der ganzen Welt. Das klingt schön. Das will ich. Komm herunter. Dann führe ich dich nach Fanglari. Ich versuche es. Aber ich brauche noch eine zweite Stufe. In Ordnung. Aber dann kommst du auch wirklich runter. Versprochen. Kann ich mich da irgendwie draufstellen? Warte. Ich streue dir noch Rosenblätter auf den Steg. Musst du nicht unbedingt.
Eine weitere Stufe. Wenigstens die Balken sind noch stabil. Wäre der Querbalken nicht abgebrochen, könnte Nuri da einfach runterklettern. Und wollen wir es ganz machen? Das ist heil. Nein, ist es nicht. Da bringt der Zauber nichts. Vielleicht, wenn du das Dach wieder heil machst. Ich werde nicht mehr zaubern, Gere. Nie wieder. Nicht fragen. Das bleibt besser trocken. Warum haben wir die eigentlich noch? Gleich hast du es geschafft. Was ist mit Herrn Rabe? Wir müssen auf ihn warten. Der Rabe ist gefährlich. Er ist ein Spion des Seers. Wir müssen hier weg sein, bevor er zurückkommt. Das stimmt nicht. Herr Rabe hat uns immer geholfen. Vertrau mir, ich würde dich niemals anlügen. Du mochtest ihn einfach nie. Du musst mitkommen, jetzt. Gerons Worte gaben Nuri neue Kraft. Sie wollte alles wissen, was der Forscher ihm über das verborgene Reich erzählt hatte. Wo lag es? Hinter den Bergen? Hinter den Sümpfen? Warum war es so geheim? Sie stellte sich ein Land ohne Zeit vor, ohne Erinnerung und ohne Zukunft. Ein grenzenloses Land ohne Horizont. Gerons Lüge nahm Gestalt an und in Nuris Kopf entstand das verzauberte Reich Phan Lari. Unterdessen trug der Fluss das kleine Boot nach Norden, der Schmugglerstadt Enqui entgegen, den stinkenden Schwefelseen der Brinasca Marschen. Selbst Nuri gefiel es hier nicht. Sie sah ein, dass sie Gerons Welt verlassen musste, solange der Seher hier nach ihr suchte. Das machte sie wieder traurig. Aber vielleicht konnte sie Geron ja mitnehmen. Warum nicht? Weil es unmöglich ist, Nuri. Ich muss nach Andergast zurück. Goswin? Menander, Goswin? Was ist denn in Andergast? Es ist meine Heimat. Macht bitte auf! Das ist doch das Haus, das uns beschrieben wurde. Vielleicht ist niemand zu Hause. Da muss jemand sein. Wir brauchen dieses Prisma-Ding. Der Feenforscher hat gesagt, es ist der Schlüssel nach Phan Lari. Sucht ihr Menander, Goswin? Dann verschwendet ihr eure Zeit. Wie meint ihr das? Sag du zu mir. Hier mag niemand dieses förmliche Gewäsch. Goswin wurde tot aus dem Svelte gefischt. Vor etwa einem Jahr. Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Jarre. Ich bin Geron. Und das ist Nuri. Und ihr beide seid zum ersten Mal in Enqui. Woher ich das weiß? Ich höre zu. Ich bin das Ohr der Gassen und ihr flüsterndes Gewissen. Beeindruckend. Ich kann euch auch das ein oder andere besorgen. Goswin besaß ein Prisma. Weißt du etwas darüber? Ein Prisma. Ohne dass mein Beutel klimpert, weiß ich nur, dass Goswin eines hatte. Was weißt du denn darüber? Auch nichts weiter. Vorsichtig, hä? Solltest du auch sein.
Wer hat Goswin das angetan? Er sich selbst natürlich, wie eine Menge anderer Leute in der Stadt. Und was steckt wirklich dahinter? Oh, in Inqui kann man sich die verschiedensten Feinde machen. Schmuggler, Walfänger, Torwaler. Frag dort im Badehaus, wenn du mehr erfahren willst. Wenn du Glück hast, plaudert die Baderin für umsonst. Okay. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Ahoi. Ja. Wer wirft diesen kostbaren Handspiegel weg? Ah, er ist geschwungen. Ja, wir sammeln jetzt hier wieder alles ein. Mal gucken, was es so gibt. Ihn haben wir schon. Das ist wahrscheinlich... Vielen Dank für den Regen, Effert. Ich dachte jetzt, es sei Poseidon. Aber... Was weiß ich schon? Hier werden Schiffe verteut. Ein verwaister Eisenring. Zum Henker. Dieser Nordhimmel macht mich noch ganz melancholisch. Aber irgendwas wird's ja mit dem auf sich haben. Oh, die sind kaputt gegangen. Fest verknotet. Hier regnet es wohl häufiger. Ja, wahrscheinlich die ganze Zeit. Bei mir regnet es auch gerade voll. Ja, wir sind hier angekommen und die Folge ist soweit auch schon wieder zu Ende. Wir sind doch etwas weiter gekommen und ich muss sagen, diese Zwischensequenzen, wo die Geschichte erzählt wird, die finde ich einfach so gut gemacht. Ich könnte es eben stundenlang zuhören. Und ich hoffe, ihr könnt mir auch stundenlang zuhören und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, tschüssi.